Hallihallo, da bin ich wieder zurück mit Jedi Survivor und ich habe auch einen Pete gefunden, einen neuen. Man sieht, farbenfrohen Pete. Die sieht richtig cool aus. Und ja, ich gucke jetzt mal, dass ich da irgendwie an diese Stelle komme, dass ich irgendwie weiterkomme. Ach, da oben wäre auch was zum Springen. Ich muss über die Container. Da. Ach. Scheiße, das ist ja ein richtiger Parcours, damit ich da oben lang komme. Deswegen hat er mal nach oben gezeigt, dass doofe ist. Wo fange ich an? Hier? Wie da? So, wenn ich auf Pete rumreite, darf ich nicht Kamera benutzen. Klettern? Und wieder reinkommen. Aber das ist doch nur ein Gleiter, oder? Also da sehe ich den Gleiter sitzen. Warte mal, ich steige mal ab. Komm schon. Ich gehe mal hier drauf. RS. Achso. Also. Da ist der Gleiter, ja? Hier geht es irgendwie noch lang. Ich weiß nicht, ob ich da lang laufen kann. Dann hier oben kann ich lang klettern. Einmal um das Teil drumherum. Irgendwie wieder da hoch. Hier lang. Dann einmal um das Teil drumherum. Dann hier runter. Darüber. Darüber. An die Container. Hoffentlich, dass sie nicht runterfallen. Dann ging es hier irgendwie mit Laufen weiter. Dann darüber. Da wieder an den Container. Da ist eine Wand zum Laufen. Da. Hinten. Und dann kann ich da oben auf diese Plattform. Da. Da kann ich. Da ist ein Riffelblech. Ach, du heilige Scheiße. Ah, da läuft Pete rum. Naja, war mir so klar. Okay. Ach so, da hinten bin ich hochgegangen. Kuppel. So kommen wir schneller voran. Und ich kann das, ich habe bloß die Tastaturkombi gerade gedrückt, um das Video auszumachen, aber den ein Vieh, was mir hier in der nächsten Gelegenheit stand, gerufen. Aber frag mich nicht, wie ich das gerade mit dem Controller mache. I don't know. Das war Zufall. So. So weit, so gut, ne? Das war jetzt easy. Also, wie komme ich jetzt da hoch? Hammer hier. Langsam. Nee. So, jedenfalls nicht. Ich probiere mal auf diese Plattform da oben zu kommen. Da oben drauf zu kommen. Weiß nicht, ob das geht. Das ist ja hier à la Lara Croft. Wow. Na, 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 na. Nein. Ja, ein bisschen zu weit, ne? Hat keiner gesehen. Ups. Gut. Gut geklippt. Danke. Autsch. Ja. Die 1000 Versuche an einer Wand lang zu laufen. Wow. Hätte ich jetzt mal eher gewusst, dass du dich da oben lang hangelst, dann hätten wir hier nicht so wild. Halt! Was? Nein, das habe ich jetzt echt nicht gedrückt. Hey! Nein, habe ich nicht. Alles klar. Was? Hab ich nicht.
So. Also darüber. Dann hier unseren Flugdrachen. Ah, gerade. Da. Jo, hier hoch. Dann. Also ich hätte jetzt versucht, da hochzukommen. Ob mir das was bringt, weiß ich nicht. Nein. Okay. Autsch. So, jetzt stehe ich hier mit meinem Talent. Was ist das? Ah, alles klar. Es muss ja auch irgendwas sein, was ich erreichen kann, ne? Das kann jetzt nicht sein. Oh. Das ist tot. Könnte Hilfe gebrauchen. Perfekt. Das ist das, was ich gerade nicht so. Ich guck mal schnell was nach. Oder. Reparieren, Blockieren, gesperrt. Verwirren, gesperrt. Fokus, Spezialangriff, Ausweichen, fallen lassen, springen, angreifen. Heilen, Kampf. Langsam. Gameplay. Audiospielkampf. Sturzschaden. Wenn Spieler aufgrund eines Sturzes respawn, dies verhindert nicht den Respawn nach einem Sturz, sorgt aber dafür, dass er nicht mit verringerter Gesundheit erfolgt. Oh, aha. Schön, das zu wissen. Ich lasse das mal an. Langsam-Modus. Abtrenn von menschlichen Gliedmaßen ein. Yo. Arachnophobie? Sicherheitsmodus. Modifiziert eine Kreatur, damit sie weniger an eine Spinne erinnert. Wie krass, dass es sowas hier gibt. Passt die Geschwindigkeit des Spiels im langsamen Modus an. Schalte den Zeitlupen-Modus ein. Oh. So. Magnet halten ein und aus ermöglicht spielenden Machtmagnet mit einmaligen Drücken halten, anstatt dauerhaft die Taste zu drücken. Ja, das ist manchmal anstrengend, weil du musst dann noch laufen. Das ist jetzt irgendwie schwierig. Leider. Alter Architektur. Fähigkeit. Magnet verdanken. Präzision. Ja, das drücke ich ganz auf B. B. Das ist Macht. Anpassen. Reise. Früchte und. Auch was man zuletzt gemacht hat. Da unentdeckt. Hier unentdeckt. Enter. Fotomodus aktivieren. Oh, wie cool. Ach, cool. Das ist jetzt mal so entdecke. Huch. Boah, wat? Wat? Wat?
Okay, damit muss ich mich irgendwann noch mal ein bisschen austoben. Foto B verlassen. Okay, das mache ich irgendwann mal. Jo, lange drücken. Ich dachte, ich könnte noch mal sehen, wie ich das mache mit dem Gleiten. Aber ich finde das gerade nicht, weil ich irgendwie zu doof dazu bin. L-Navigation, das ist klar. R, B und B. Ach, das ist der hier. Das vergesse ich auch. Kampfstil. Nee. Erkundung. Holokarte. Wandlauf. Jedi-Seitung. Nico-Reiter. Oh. Aha. Sämen. Schwimmen. Aber ich kann nur gleiten. Er kann gleiten, genau. Aber er kann nicht nach oben steigen oder so. Nach oben bewegen, weh, keine. Springen A, L, B, angreifen. Deswegen weiß ich gerade nicht, wie ich hier weiterkomme. Ich bin gerade völlig lost. Also wirklich lost. Lost. Guck mir nochmal die Karte an. Von dort bin ich gekommen, ne? Von hier. So. Hier ist irgendwas noch unentdeckt, aber da kann man wohl auch nicht. Ah, ist was dunkel, aber weiß nicht. Gut. War zu schnell. Geöffnete Truhe. Oh, oh, nein. Ah, fuck. So. Was kann er hier irgendwie noch bewegen, so wie das ausschaut? Scheint ja wirklich noch zu bewegen. Möglichkeiten. Hier ist unentdecktes Gebiet. Da stehen wir aber auch davor. Hin. Vielleicht geht es ja hier lang und ich sehe das die ganze Zeit nicht und ich versuche hier irgendwas so. Wie es aussieht, ist die Mantis wieder startklar. Alles klar. Komm schon, BD. Begrüßen wir Sie an der Landeplattform. Ja, ich bin doof. Alles klar. Keine Ahnung, was ich die ganze Zeit versucht habe. Ich wollte vielleicht noch irgendwo hin. Ich weiß es nicht. Aber man hätte auch... Also, weißt du? Hier, ne? Das hier, guck mal. Das hier auch schon, dass es hier weitergehen kann. Das wurmt mich so. Das wurmt mich ja. Achso, wir nehmen mal den hier. Na los. Komm schon, Neko. Nein, das ist P2. Tempel da hinten. Egal. Ja, gucken wir, ob wir jetzt noch irgendwelche Pflanzen hier sehen oder so. Ansonsten gehen wir jetzt einfach zurück. Oh, oh. Ja, das hat man ja schon mal. Das hier so laggt. Ah, die Füchsis. Ja, geh mal schnell weg. Weg, 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 weg. Lieber vom Acker. Oh, was sehen meine trüben Augen? Nicht dein Ernst. Ein X-Wing. Ein richtiger, echter. Nein. Nein. Wie? Woher? Wer? Okay.
drück jetzt Pause und mach mal kurz ein Foto. Weil das ist so cool. Das ist so cool. Okay. Ich habe jetzt genug rumgespielt. Wahnsinn. Ich liebe Fotomodus in Spielen. Da könnte ich den ganzen Tag drin verlieren. Ja, habe jetzt auf jeden Fall ein paar Screenshots und wir machen jetzt mal lieber weiter. Wir sind auf jeden Fall einige NPCs dazugekommen. Vielleicht kann ich ja... Neuankömmling. Ja? Gehst du in nächster Zeit mal in die Kantina? Wahrscheinlich. Hast du den Mut, Monk einen Haltebolzen zu verpassen? Warum sollte ich das tun? Weil er mich nicht mehr bedient, der alte Knauser. Ich gebe ihm Kredit, wenn ich welche habe. Ja, ich denke nicht. Ich denke nicht. Halte ich für eine sehr schlechte Idee. Und ich finde es fair, wenn du ihn bezahlst. Hi! Hey, du siehst aus, als wäre mit dir nicht zu spaßen. Im Bitte? Ernst? Ja, als hättest du vor nichts Angst. Vielleicht findest du ja raus, was hinter den Gerüchten steckt. Draußen in der Nähe der Höhlen steht eine Hütte. Die Leute nennen sie Kies Werkstatt. Was ist in der Werkstatt? Unheil. Und möglicherweise Schätze. Habe ich jedenfalls gehört. Könnte einen Besuch wert sein, wenn du mal in der Gegend bist. Oh je. Untersuche die verlassene Hütte. Ich... Ach du Kacke. Ist alles dort hinten? Na klar. Mhm. Ja, aber sonst nichts zu tun. Gar nichts. Ich, bei einem Weg. Hier hinten stand auch noch jemand, mit dem möchte ich auch noch schnell reden. Da. Hallo. Der Neue. Hallo. Hallo zurück. Wenn du einen Ausblick suchst, solltest du zur Oberkante der Schlucht gehen. Ist das die Mühe wert? Keine Ahnung. War noch nie dort. Zu steil zum Klettern. Und da oben gibt es viele Kreaturen. Und ein paar davon fressen dich nicht mal. Klingt wie das Paradies. Der Aufstieg ist schwierig, aber du findest sicher einen Weg. Von dort kannst du dann die wahre Schönheit von Kobo sehen. Da bin ich mir ganz sicher. Hm. Enthülle das Geheimnis der Schlucht? Wow. Okay. Auf diese Riesenschildkröte drauf. Kehren wir zu Grease on Boat zurück. Erzählen wir ihnen, was wir gefunden haben. Ah ja. Boat kam ja mit dem X-Wing Fighter wahrscheinlich her. Ach, die beiden. Okay, die beiden, das Pärchen. Jemand. Kann ich mit dir reden? Will nicht mit mir reden. Wir müssen auf jeden Fall auch noch zu sie zurück und ich gehe mal kurz hier rein in den Laden. Bei ihr war ich schon. Da erinnere ich mich. So. Hi. Ich denke, ich stöbere ein wenig herum. So, wir brauchen auf jeden Fall diese Karte. Aber ich... Das würde dir gefallen. Nein. Ich will nur mal schnell gucken. Es gibt bloß Frisuren, ne? Und... Und Musik für die Kantina. Karte. Dieser Code öffnet die verschlossene Tür in Domas Laden. Kaufen? Ja. Habe ich hierfür entschieden. Du erkennst, irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst. Und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen? Klar. Die ist nicht mehr lange verschlossen. Güte, du hast sie aufgekriegt. Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen kannst.
Jawohl. Solche Sätze liebe ich. Was haben wir denn schöne? Hier. Großen Behälter. Mhm. Yes. Fang. Gott sei Dank. Kling. Maximale Sims erhöht. 5 Stück haben wir jetzt. Gott sei Dank. Na dann. Komm irgendwann später wieder, wenn ich noch mal so diese komischen Teile habe. Ach, du bist hier. Modifikationen sind immer sinnvoll. Dann gucken wir doch mal. Irgendwas, was ich hier. Hatten wir. Auch noch nicht. Okay. Idee. Sieht so bescheuert aus. So, was haben wir hier unten? Aha. Aber der ist ja komplett rostig und Farben dann. Das Ding haben wir gefunden. Boah, genau, der hat den. Ey, wir lassen, wenn dann, den. Sorry. Das sind die. Ich mag deine Antennen aber so. Oder? Guck mal, das sieht doch ganz cool aus. Beinchen. Da glaube ich keine weiteren gefunden. Oh. Okay. Ich gebe mich mal antippt so. Ey du! Ey du! Kann ich reden? Hast du einen schönen Tag? Ja. Der, ja. Der eigentlich ganz cool. Ach, lass mich einfach durch. Ja, verschwinde. Hey Kumpel, was gibt's? Tage. Barkeeper. Du siehst milde aus. Entspann dich mal. Achso, mit ihm reden. Angeblich befinden sich eine reisendere Musikere und ein DJ-Droide aus den Kernwelten auf Kobo. Dachte nicht, so etwas von dir zu hören. Weißt du, warum sie hier sind? Sie sind zum Talplateau gewandert, um die Geräusche der Wildnis zu samplen. Die Geräusche der Wildnis können von Kreaturen kommen, die dich töten können. Man kann jedenfalls keine bombigen Beats rausbringen, wenn man tot ist. Mal sehen, ob ich sie finde. Das hoffe ich. Nächste Quest. Finde der Musketier und Hans Druiden. Wir sehen uns später, Monk. Ich wünschte, diese Raiders würden uns einfach in Ruhe lassen. Jedes Mal, wenn sie alles in Schutt und Asche legen, kann ich es reparieren. Der Außenposten kann froh sein, dass er dich hat. Klar. Ich wünschte nur, ich könnte etwas bauen, das nicht eingerissen werden kann. Das ist alles. Ja, geht mir genauso. Guckt ihr auch noch? Dein Schiff da draußen? Yep. Ja, aber was geht dich das an? Kann ein Mädchen nicht positiv überrascht sein, wenn jemand hier ein wenig Klasse reinbringt? War das ein Kompliment? War es eins? Ja, ich mag dich auch. Hier die Bühne sieht schon ein bisschen besser aus. Es kommt immer die Musik. Ah, Toa. Oh, hey, du bist's. Ich hab dich im Wald gesehen. Erinnerst du dich? Ich heiße Toa. Ich bin Historikerin, zurzeit freiberuflich. Kerl, auch ein Freiberufler. Planst du weitere Erkundungen? Natürlich. Ich bin zum ersten Mal außerhalb des Midrim, aber ich sehe schon, dieser Ort ist ein Schatz. Vor Jahrhunderten wollten die Leute unbedingt unter einem neuen Himmel leben und sie haben sich eine verdammt lebendige Welt ausgesucht. Lebendig, hä? Hey, gib Bescheid, wenn du noch mehr von diesen Kammern findest, ja? Das werde ich.
Datenbank. Ur hat eine höhere Bildung genossen und ihr archäologisches Interesse hat sie nach Kobo geführt. Wo sie Akademikerin ist, will sie sich bei der Erkundung von Ruinen der Hohen Republik unbedingt die Hände schmutzig machen. Why not? So, hier scheint jetzt erstmal nichts zu sein. Mal sehen, was wir hier finden. Wow, sieht richtig gut aus. Okay. Das hat sich ja richtig gemausert. Interagieren. Gesammelt. Rangstatus schmutzig. Oh. Ich habe nichts gemacht. Weiß auch gar nicht, ich kann die... Kann ich das machen? Pause, weiter zurück. Gesammelte Fische 0 von 12. Was? Einzoomen? Sammeln? Das wusste ich gar nicht. Hi! Nadu? Kerl, ich muss dir etwas gestehen. Und jetzt kommt's. Von der Tech, die ich Ravis verkaufen wollte, gibt es im Tal noch mehr. In dem Gebäude in der Mitte kannst du nicht verfehlen. Wir waren schon dort, Hörgel, aber danke für den Tipp. Wirklich? Ist es zu spät zu sagen, dass wir alles, was du findest, halbe teilen? Vielleicht nächstes Mal. Ich werde dich daran erinnern. Na klar, Kumpel. Ein bisher noch leerer Raum. Es gibt noch eine Etage. Ah, der Garten. Nur so was eben. Für eine Aussicht. Ich wette, mit etwas Hilfe könnte ich hier oben einen tollen Garten anlegen. Natürlich. Du hast jetzt Zugang zum Dachgarten von Pylos Saloon und kannst dort Samen pflanzen, die du auf deiner Reise gefunden hast. Okay. Deine Samensammlung. Schneide bestimmte Pflanzen ab, um Samenkapseln zu sammeln und die mehrere Samen enthalten. Einige Kapseln enthalten neue Farben. Platzbedarf. Pflanzen gibt es in verschiedenen Größen und größere benötigen zum Wachsen mehr Platz. Sieht das von oben aus, krass. Du kannst zusätzliche Parzellen und Gartenarbeitfähigkeiten freischalten, indem du alle deine Pflanzen auf ihre volle Größe züchtest und einen Gärtner rekrutierst. Alles klar. Pflanzen Natürlich. Wir die Samen, die wir gefunden haben. Samen auswählen. Aber ich kann das nicht irgendwie... LT? Ich würde gerne die Sachen verschieben. So. Ah. Wir hier einpflanzen. Oh. Y? Achso, wir haben noch nichts anderes. Das wäre ein guter Platz hierfür. Da haben wir richtig viele von. Alles klar. Und eingepflanzt. Farbton, ja, aber da kann ich nichts ändern. Und
Okay, der Samen ist drin. Wie... Ist ein bisschen wie Tetris spielen. Nicht? Wieder haben wir keins mehr. Dann habe ich ja noch hier die hier. Das scheint eine gute Stelle zu sein. Oh ja, alles voll mit den komischen Ananaspflanzen. Es gibt ja noch so viele. Wir machen erstmal die. Es gibt ja noch so viele andere Pflanzen. Also, hier ist aber nichts weiter oben. Wir haben ordentlich angefangen. Darauf sollten wir aufbauen. Ja. Das ist echt toll. Hier ist nichts oben. Okay. Ich muss meinen Garten inspizieren hier. Dass ich wieder irgendeine Truhe übersehe oder irgendwas in der Richtung. Ah, da. Freigeschaltet. Sehr schön. Supi. Dann. Da hinten ist auch sie. Würde ich sagen, gehe ich mal zu sie und dann schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Weil wir wollen ja noch die Dinger zeigen. Hi. Sie? Du siehst aus wie neu. In der Tat. Dieser mechanische Mixologe kann Wunder wirken. Ich muss es wissen. Haben Sie den Schlüssel nach Terrelor gefunden? Es ist kompliziert. Wir werden ihn finden. Monk hat mir gesagt, was passiert ist, während ich schlief. Dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert, muss furchtbar für Sie sein. Wir haben beide viel durchgemacht, aber es muss weitergehen, Kerl. Denn was bleibt uns sonst? Das stimmt. Einen Platz haben wir noch. Ich werde hier bleiben. Aber wenn Sie meinen Rat brauchen, bin ich im Salon. Es war ein großes Glück, Sie zu treffen, Kerl Kestis. Ich habe draußen was gefunden. Ach ja, was denn? Noch ein Holocron? Einen Jedi. Aus der Zeit der Hohen Republik, konserviert in Bacta. Dagan Gera. Ich habe ihn befreit. Was ist passiert? Er griff mich an und floh mit den Bedlam Raiders. Nach ihm hatten sie gesucht. Er sagt, die Jedi hätten ihn verraten. Wandte sich zur dunklen Seite. Alles okay, Kleiner? Tenalor. Es existiert. Irgendwo versteckt im Abyss. Oh, das ist doch völlig unmöglich. Der Abyss frisst jedes Schiff, das ihm zu nahe kommt. Schon vor Jahrhunderten hat die Republik einen Weg hindurchgefunden. Darum haben sie die Anlage im Wald gebaut. Eine versteckte Welt, die seit Jahrhunderten niemand gefunden hat. Wenn du weißt, wie du durch den Abyss kommst, könntest du verschwinden. Ohne Spur sogar. Keine Bedlam Raider, keine Kopfgeldjäger. Kein galaktisches Imperium. Ich spekuliere hier nur, aber für mich klingt das wie ein Ort, den man Heimat nennen könnte. Ja, könnte eine Heimat sein. Los, nimm die Füße runter. Na schön, ich gehe zurück zur Kantine. Weißt du, Grease, wir könnten guten Piloten brauchen. Ich weiß nicht. Ich finde, ihr kommt doch gut allein zurecht. Bloß das Putolli-Gewebe könntest du mal sauber machen. Wir kennen die Mantis nicht so wie du. Niemand tut das. Ach, Kerl, es tut mir leid. Meine besten Zeiten liegen längst hinter mir. Ich kann nicht mal die Karten richtig halten. Ich weiß, es hat sich viel verändert, aber ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe. Siehst du das wirklich so? Allerdings. Oh Mann, ich schätze, ich könnte fragen, ob Monk den Salon weiterführt. Greasy peasy. Okay. Und du?
Allzu viele Kredits werden dabei nicht rausspringen. Kerl, das ist besser als alle Kredits. Stell dir vor, kein Blick mehr über die Schulter. Ein sicherer Hafen für uns. Und die, die wir lieben. Hm. Wenn jemand was über eine verlorene Jedi-Welt weiß, dann Seer. Jedha! Ein Besuch bei dieser netten Lady ist längst überfällig. Wisst ihr, ich mach noch was zu essen, bevor wir aufbrechen. Jawohl, willkommen zurück im Außenposten. Vergiss nicht, Doma mit seltenen Mineralien zu besuchen, die du gefunden hast, und im Dachgarten Samen einzupflanzen. Er kann mehr neue Bewohner treffen, die zur Verbesserung des Außenposten beitragen können. Sie ist Laden freigeschaltet. Sie ist Laden im oberen Geschoss von Pylons Saloon ist jetzt zugänglich. Datendisks mit der Hohen Republik, die in der Galaxis gefunden werden können hier ausgegeben werden. Da gehe ich gleich mal hin. Dachgarten freigeschaltet. Der Dachgarten auf dem Saloon-Dach ist jetzt zugänglich. Auf Kobo gesammelte Samen können hier eingepflanzt werden. Und es gibt Hunderte nur auf diesem Planeten. Und wir sind wieder vereint. Jedha. Reiseziel freigeschaltet. Ich kann nochmal mit denen reden. Die nach der Mantis. Zukunft. Cal erkennt, dass Tanalore eine Gelegenheit sein könnte, seine Angehörigen vor dem Imperium zu schützen. Mit Grease wieder im Pilotensitz der Mantis und Bot als Teil der Crew hat Cal wieder etwas mehr Hoffnung für die Zukunft. Okay. Also, wer ist dieses hier, zu der wir wollen? Eine Mentorin von mir. Sie hat mich auf Braca vor dem Imperium gerettet und dann durch die halbe Galaxis geschleift. Ihr habt wohl einiges durchgemacht. Ja. Ist lange her, seit ich sie gesehen habe. Oh ja. Ian. Sowas habe ich seit meiner Zeit auf dem Schrottplatz auf Braca nicht mehr benutzt. Prof hat sie mir gegeben. Seine Erinnerungsstücke. Wie fühlt es sich an, wieder auf der Mantis zu sein? Gut. Ich denke drüber nach, einen Burra-Fisch mit Curry zu machen. Mhm. Die Küche ist in einem besseren Zustand als der Rest des Schiffs, Kleiner. Ja, sie wurde weniger benutzt, nachdem du weg warst. Ich sehe, dass überhaupt keine Gewürze verbraucht wurden. Hast du in den letzten Jahren einmal eine anständige Mahlzeit gekocht? Ich bin als Koch nicht halb so gut wie du, Grease. Und als Pilot vielleicht nur zu drei Vierteln. Sehr freundlich. Aber bei der ersten Gelegenheit mache ich dir eine Portion von Urgroßmutter Pylons Umbra-Hack. Mein Lieblingsgericht. Kann's kaum erwarten. Umbra-Hackmacker. Sehr schön. Kannst du noch irgendwas sagen, oder? Brechen wir auf? Laut meiner Erfahrung sollte man einer Spur folgen, solange sie warm ist. Alles klar. Nee, wir müssen erstmal bitte noch in den Saloon. Das mache ich jetzt noch ganz fix. Hier geht's doch hier rein, oder? Kann ich auch gleich nochmal speichern? Oh, scannen. Das ist Sias Halixet. Wie ist das wohl hergekommen? Halixet? Dieses siebenseitige Halixet gehörte einst der Jedi Xir Yunda, die damit Musik komponierte. Mithilfe der Psychometrie konnte Cal es ausspielen, was der Grund sein könnte, weshalb Sia es ihm überließ, als sie Mantis verließ. Mit einmal speichern. Lass uns hier eine Pause machen. Iron. Oh Gott sei Dank, ey. Fünf. Kann losgehen. Ja. 5 Stimpacks. Ich bin so froh. Gott sei Dank. 5. Willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Wer bist du denn? Sei gegrüßt, Umherziehender. Cal reicht völlig. Das wird es nicht. Okay. Ihr seht nicht aus wie die anderen Prospektoren. Nein, nein, nein. Sie graben Reichtümer aus. Tulapt gräbt aus, was nicht so leicht zu fassen ist. Verdient man damit viele Kredits? Weisheit ist ein Gut, das nicht verdirbt. Und es gibt immer zu wenig davon.
Tulakt. Die Wahrsagerin Tulak verschlägt es nach einem Angriff auf ihren Heimatplaneten in die Kantina. Was sie auf Kobo sucht, bleibt ihr Geheimnis, wie die meisten Dinge über sie. Okay. Also hier sind jetzt noch ein, zwei mehr. Aber... Oh, es war schlimm. Sehr schlimm. Wann ist es bei dir jemals nicht schlimm? Da lang. Gehen wir schnell hoch. Hopp, 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 hopp. Ich will nur noch schnell in den Laden. Hier? Aber da hängt jetzt was. Ach, die Musik. Oh, hier ist auch alles voll, ey. Mega. Ah, hi. Wie kann ich dienen? Wow, Bonuslot. Zusätzliche Bonuslots ermöglichen, dass mehr Boni gleichzeitig ausgerüstet werden können. Boni können jederzeit im Boni-Bereich des Fähigkeitenmenüs eingesehen werden. Aktuell ausgerüstete Boni können an den Meditationspunkten. So, ich habe 7 Daten. Das ist ein Slot. Gleichgewicht. Ein Slot mehr wäre natürlich geil, ne? Es kostet 3. Vielleicht sind solche Entscheidungen für Organische schwieriger. Okay. Ja, das verdient ihre Aufmerksamkeit. Sieht ja richtig cool aus. So rot-weiß. Okay, oder gelb. Mhm. Farben. Strukturierte Gummis. Einfache Metalle. Lackierung. Harte Plastoide und abgenutzte Metalle. Also, das Doofe ist, das hat ein Slot, ne? Keine Unterbrechung. Absorbiere beim Sprinten einen Treffer, ohne unterbrochen zu werden. Oh, ja, wäre schön. Erhalte mehr Erfahrung durch das Besiegen von Gegnern. Heilungsstims füllen auch eine geringe Menge der Superanzeige auf. Ich muss demnächst die Energieversorgung wechseln. 2. Der Einsatz der Machtfähigkeit erhöht den Schaden des nächsten Lichtschwertangriffs. Vielseitigkeit verursacht vorübergehend zusätzlichen Schaden, nachdem der Lichtschwertkampfstil gewechselt wurde. Oh, das ist so schwer. Aber momentan heilt mich das, ne? Und das hier sind 10. Ich habe aber erst 7. Und die Datendisks sind überall in der Galaxis. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich in der nächsten Folge wieder von Star Wars Jedi Survivor. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Es gab auf jeden Fall mega viele Infos. Cool. Also dann vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss.